Also die Ergebnisse dort, wo das entkriminalisiert wurde, sprechen ja eine relativ deutliche Sprache, nämlich dass es nicht dazu beiträgt, dass der Konsum hoch ist. Wie ist es denn jetzt? Die Szenen sind nicht getrennt, das heißt, der Schwarzhändler verkauft auch das harte Zeug. Wir wissen nicht genau, was drin ist. Das Zeug ist oft hochgezüchtet und es kommt noch dazu, es gibt keinerlei Jugendschutz, denn er fragt ja nicht nach einem Personalausweis. Das heißt, mit unserem Gesetz gibt es mehr Jugendschutz. Wir entlasten die Gerichte, wir entlasten die Polizei und leisten noch einen Beitrag dazu, dass wir was gegen die Psychosen tun, weil das hochgezüchtete Zeug endlich vom Markt hoffentlich verschwindet.